reservation system, and the reservation system for your seat is not available at this moment. Thank you for understanding. If you have a problem or any other questions, please contact the customer service of Flixbus. Bin definitiv ich. An dieser Stelle Grüße an die gute Dame, die mir im DM letztens vor ungefähr einer Woche einfach 500 Kronen geschenkt hat. Das sind ja ungefähr 20 Euro. Da gibt es erstmal feinstes. So fängt der Kurztrip auf jeden Fall sehr standesgemäß und angenehm an. Miesen Touristen. So, wir sind angekommen im Grandium. Mal sehen, wie es hier ist. Ich muss auf jeden Fall auf den Pott. Sieht auf jeden Fall angemessen aus. Ich habe mir gerade während des großen Geschäfts den Hausherr-Vlog angesehen und Grüße gehen raus in die Vollzugsanstalt. Jedenfalls, die Spülung in dieser Toilette hier, das ist wirklich nicht von dieser Welt. Also, das macht mich wirklich nur geil. Guck dir das mal bitte an. Guck dir das mal an. Das ist... Wenn du was hast, ne, dann musst du das ja auch immer übelst putzen. Weil zum Beispiel bei diesem Verspiegel. Warte, was mal, aber das ist ja nicht. Nein, muss gar nichts putzen. So, ist erstmal mies gegönnt hier. Ich glaube, ich werde zeitnah gesund. Saved. Erstmal in die Story, alles einfach nur schön.
Mehlwürmer im Schnaps. Das sieht auf jeden Fall sehr schmackhaft aus. Oder feinstes Ott. Junge, Junge. Also hier kann man sein unfassbar gruseliges Gesicht in Glas verewigen. Das ist wirklich, wirklich wunderschön. Junge, Junge, Junge. Windet leider sehr stark. Das Boot werden wir morgen nochmal genau unter die Lupe nehmen. So, wir wurden gerade überfallen von 5 maskierten Chinesen, aber ich habe es trotzdem erkannt, dass es Chinesen waren. Ich habe meine Frau verteidigt, alle 3 zusammengetreten, obwohl die Kung-Fu-Meister waren. Größte Lüge. Aber ihre Handtasche ist leider jetzt etwas, naja. Titel ist direkt überfallen in Prag. Ja, lul. Das ist einfach mal schön. Verdammt. Kein Wunder, dass die Kinder hier auf der Kinderschokolade so lachen. Das ist einfach überall feinstes Ott. Nee, das ist so. Das ist mein Nuhi, als er noch jung war. Das ist sowas von der Weichzeichen. Dit Schwein! Und wir finden ihn nach Hause. Mein Handy hat zwar gutes GPS, was funktioniert und so, aber dafür kein Internet, warum auch immer. Sie hat gutes Internet, aber kein ordentliches GPS. Aber die Tasche ist immer noch kaputt. Mir gehen diese Chinesen hier aus dem Kopf, die werden nie wieder laufen können. Das ist wie dieser Filter. Ja, ja, das ist das echte Leben. Muss es sein? Hey, das war doch nicht gut. Man muss schon um 11 hier auschecken. Warte mal. Jedenfalls muss ich jetzt das Rest, die Frühstück mitnehmen. Es ist 5 vor 11 Uhr, verdammt. In der Fahrstuhl kommt nie. Oh, da gibt's ein Zimet. Wow. Einen schönen Bier bei der Arbeit, das ist der Lifestyle. Thank you.
Ja, ihr wisst genau Bescheid, ich muss eigentlich nichts dazu sagen. Wir warten hunderte Menschen ungeduldig darauf, dass das Glockenspiel losgeht. Es ist aber erst 12 Minuten. Habe ich gestern schon mal aufgezeichnet. Das ist wirklich wunderschön. Kauft mir Merch, ihr Ratten. Freddinger Vlog. Wir waren anscheinend nicht die Einzigen, die die Idee hatten, vor Weihnachten noch nach Prag zu fahren. So, bevor es über die Brücke geht, geht es noch auf die letzte Toilette. Das ist ein Tipp für alle, die in Prag sind. Geht hier rechts vor der Karlsbrücke dieses Café aufs Klo, sonst findet ihr wirklich eine ganze Weile nichts mehr. Das hier ist übrigens das Ziel. Es kommt immer dabei raus, wenn man versucht, Panoramaaufnahmen zu machen von Landschaften. Das ist wirklich nicht schön. Der Rest sieht aber gut aus. Wie dieses Maul. Der ist so. Da hat der Bärbel mit einem Knüppel auf dem Rücken geschlagen. So, das ist die Schlange zur Prager Burg, die uns definitiv zu lang ist. Naja, die Motivation, das hier zu besuchen, ist nicht so groß. Ist aber auf jeden Fall mal wieder schön, hier zu sein, diesen Ausblick zu sehen. Und das Wetter ist auf jeden Fall schöner als in Dresden. Einfach nur schön. Junge. Hast du ein Taschentuch? Ja. Danke.
Oh nee, die Bullen! Das sind Beast Freddinger Vlog. Ich lasse es mir jetzt auf jeden Fall schmecken. Wie bitte? Reife den Baby auf. Ja. Ja, die Ähnlichkeit ist kaum zu übersehen. Schämst du dich eigentlich nie? So, ich ziehe mir jetzt definitiv so ein Stück von diesem Schokoladenkuchen rein. Ich hasse mich selbst dafür, dass ich bei bei Starbucks fresse. Aber manchmal muss es eben mulm sein. Junge, die servieren mir diesen Scheißkuchen wirklich in 3000 Tüten. Es ist, ich komme mir vor, als hätte ich hier Weihnachtsgeschenke wert von 100 Euro von meinen Eltern gekauft. Wirklich, danke für nichts. Also ich muss diese Wut zurücknehmen. Die haben mir einfach nur ein ganzes Cookie mit hier reingelegt in die Tüte. Ein ganzes Cookie. Einen ganzen Cookie. Mann! Wie bitte? Das schmeckt. Ja, geht schon wieder die jungen Pferde mit uns durch. Oder wie heißt das? Ah, okay. Das geht nicht. Welcher ist denn jetzt der beste? Okay, wir nehmen den. Jo, der ist Metallic. Metallica. Das ist meine Lieblingsband. Wissen die mal, wie man das schreibt? Was? Metallica, natürlich. Jetzt nicht. So, willkommen zum neuen Video von Ur666. Heute das 23. Türchen des Adventskalenders. Jetzt wurde mal der Energy Drink verkostet. Das schmeckt wie Effekt. Sieht aus. No effect without effect. Sieht aus wie so ein verkrüppeltes Gemächt. The Statements. Alter. Hier ist es übrigens auch schön. Ja, ich weiß, die Nase läuft. Oh. Alter, jetzt war's, jetzt reicht's hier. Oh, scheiße. Ruhe in Frieden, Freidinger Vlog. Mann, du machst eh ein Video, Alter. Nur das letzte Essen, dann geht's zum Bus und dann geht's zurück in die Heimat. So, in 20 Minuten fährt unser Bus. Das war auf jeden Fall sehr schön. Ach, das sind völlig fertig. Mama! Mama!
Letzte Worte?